Hol! Mein Controller ist jetzt schon aus. Grandioser Start, meine Damen und Herren. Gut, dass ich heute eine Unterhose und eine Hose angezogen habe. Da waren wir schon fast klar, dass ich hier nochmal aufstehen muss. Meine Fresse, Alter. Achtung, das knistert noch ein bisschen. So. Erstmal willkommen im Let's Play. RIP an alle Kopfhörjutzer. Kopfhörnutzer, ja genau. Headset-Users mal auf Deutsch und ich hoffe mal, dass Microsoft bald wieder kleinweich heißt. Ich wünsche euch willkommen zu heißen, neben dem gerade gehörten Ohrenraspler der Zerstörung werden wir, komm, steck dich rein. Oh ja, schön tief und da vibriert es, so wie es sein soll. Neben den Ohrenzerstörer des Todes werden wir neben fast keinem Ton, weil das hier ein verdammt leises Gebiet ist, heute auch noch Störgeräusche haben. Und zwar dank dieser Klimaanlage, die kein Klima macht, sondern nur so ein bisschen bläst. Habe mir mein eigenes Blasebalg besorgt. Außerdem ist die Kamera schief. Ich glaube, so ist gerade. Naja, das fällt nicht auf. Ich meine, ich habe sowieso ein schiefes Verhältnis so gerade. Und das wird schon irgendwie. Wir haben nämlich heute tatsächlich so ein bisschen Hardcore, Druck. Denn wir sind direkt vor dem nächsten Boss, meine Damen und Herren. Wir haben übrigens immer noch einen beschissenen Pyromantiehand ausgerüstet. Übrigens, das Rauschen gerade kommt vom Spiel. Keine Sorge, das ist ein Waldrauschen. Denn wie wir wissen, nur wenn die Bäume mit den Ästen wackeln, gibt es auch Wind. Und schon mal ganz schön bei so heißen Tagen, wenn das auch nochmal ein bisschen kommt. Wo war mein Pyromantiehand? Ganz unten, oder? Die sollten wir vielleicht mitnehmen. Ich habe den Gegner, gegen den wir kämpfen, jetzt schon mal gesehen. Dank des Displays mit Steams, logischerweise. Wir hätten noch eine andere... War das hier so halbwegs sinnvoll? Ja, wir hätten auch eine andere Pyromantiehand mitnehmen sollen. Also vielleicht nicht die Säureflut, weil der Gegner, der keine Rüstung hat. Und auch nicht die Feuerflut, die 0,0 Damage macht. Aber naja, gut, was soll's. Das Schöne ist, eigentlich gab es ein großes, helles Leuchten an dem Ort, an den ich hin muss. Nun habe ich dieses große, helle Leuchten freundlicherweise schon ausgeschaltet. Das heißt, ich habe keinen Plan, wo wir lang müssen. Ich weiß aber noch, dass es eine große Tür war und die war eigentlich auch gar nicht so weit weg. Das wird schon. Ziemlich sicher, wobei es gab hier nur den Einweg. Ne? Ich kam auf jeden Fall von hier drüben. Dann habe ich den Bosskampfraum gesehen und mir gedacht, nee, fuck it, ich muss auch irgendwas anderes tun. Das heißt, es muss hier eigentlich sein. Während wir den wiederfinden. Ich weiß, was es ist. Ich weiß, es sieht verdammt cool aus. Und wie mir die Aussage davor schon meinte, brauchst Kummer und Schmerz. Oder Achtung, vor dir Kummer und Schmerz. Wird es wahrscheinlich ziemlich viel Kummer und Schmerz geben. Hier bin ich doch gar nicht lang gelaufen, ne? Übrigens, von der Aussage vom letzten Mal. Hi, Buddy. Der greift mich ja immer noch an. Wieso tust du das? Ich dachte, wir sind jetzt Freunde. Ich bin doch hier, um dich zu beschützen. Warum willst du mich umbringen? Meine Fresse, willst du einmal Vormund sein, dann töten die dich, die Leute, die du eigentlich babysitten sollst. Irgendjemand läuft hier. Ah, der läuft hier. Aber soweit ich weiß, wenn ich die Typen versuche umzubringen, wird mir der Ring wieder genommen und ihr versucht mich umzubringen. Zufluchtsort? Fragezeichen? Na, da gucken wir mal. Unheil verschwindet nach Sieg über Grabesfürstendiener. Haben wir nicht einen Grabesfürstendiener erledigt? Das war doch Nito. Gut, das erklärt, warum das Unheil verschwunden ist. Na, kein Ding für einen King. Und was hat mir das jetzt gebracht? Warum ist hier eine Leiter? Das ist nicht der Weg, den ich gehen wollte. Ich wollte doch nur diesen Scheiß-Boss. Ist da unten nicht die Hydra? Warum will mich das Spiel jetzt zu der Hydra führen? Von der anderen Seite, egal, komm. Lass mal runtergehen. Ich meine, sonst vergesse ich die Leiter irgendwann noch. Es gab wieder neue Kommentare, by the way. Und zwar vom Keksmonster. Yes, that's my name. Grüße an dich. Ich glaube, hier sollte ich nicht ins Wasser fallen. Da ist die Hydra. Ich sehe sie genau. Der mir nochmal einiges an Tipps gegeben hat, was ich machen soll, wie ich machen soll, mit wem ich es machen soll und wie tief. Und er hat mich verdammt hart gespoilert an ziemlich vielen Stellen, aber gut. Nichtsdestotrotz weiß ich jetzt, wie es so weitergeht. Können wir auch hier lang? Also ja, ist das schlau? Wahrscheinlich nicht. Ich glaube, wir sollten die Hydra erst töten und dann hier lang gehen. Achtung, Wasser! Nein, die scheint relativ gechillt zu sein. Könnten wir von hier oben auch runtergehen? Wir könnten ja auch von hier aus bekämpfen, ne? Wir könnten auch von hier aus Pfeile schießen, die kann doch gar nichts. Ist hier noch irgendwie ein anderer Weg? Nein. Dann ist das nur hierfür. Ich habe das Gefühl, ich sollte von da aus die Hydra töten und dann von hier aus darunter gehen, um zum DLC-Content zu kommen.
Okay, dann gehen wir da später lang. Werde ich dann nach Quinn machen. Wir, glaube ich, hieß. Und zwar, ich nehme an, es sehr stark an, dass es dafür war. Also hier. Und das werden wir wahrscheinlich als Livestream machen, um das mal noch so indirekt anzukündigen. Ich meine, ich kündige jetzt was an, was in 4 oder 5 Wochen sein wird. Vielleicht auch 10. Zumindest für mich. Sollte ich hier jemals wieder sinnvoll aus dem Wald rauskommen? Boah, ich hasse Gebiete, die überall genau gleich aussehen. I'm looking at you. Wie ist das? Dunkelhöhle, der Grab der Riesen. Genau. Looking at you. Einfach nur absolut finster, ist kein gutes Map-Design. Okay, dann hatten wir jetzt hier Zufluchtsort. Ja, gut, schön von mir aus. Zufluchtsort ist, du fällst. Ah, nein! Zufluchtsort ist, hey, du fällst schön tief in deinen eigenen Tod rein. Schön, dass wir mal kurz hingeguckt haben. Ich bin so verwirrt. Ich bin richtig! Wie bin ich jetzt hier gelandet? Oh mein Gott, wir machen den Gegner einfach First Try. Wir müssen den First Try machen, weil ich sonst nie wieder herfinde. Okay, genau, hier. Ich halte es nicht aus. Achtung vor dir, Kummer. Ich glaube, der meint hier drin. Na ja, gut. Legen wir mal los. Achtung vor dir, fixieren. Gram. Ja, es passt mir gerade mal nicht in meinen Kram rein. Weiß nicht, was ich hier als Kram mitnehmen sollte. Aber da steht schon mal das heilige Excalibur-Schwert. Wie gesagt, willkommen im Schlüsselschwertfriedhof, nur dass keine Schlüsselschwerter da liegen. Ziemlich viele haben wohl probiert, dieses Schwert mal rauszuziehen. Und es ist tatsächlich, ich habe mal nachgegoogelt. Sieht halt auch einfach so fucking episch aus. Außer das ist verdammt geschwellt. Das ist tatsächlich ein Storyboss. Das ist ein Boss, den wir machen müssen, um weiterzukommen. Ich weiß nicht, wie die Lautstärke passt. Ich glaube, laut ist grundsätzlich besser. Ah, epic ist es. Wie war die Steuerung? Au, hi. Wie weit kommst du mit deinem geilen Schwert? Grauer Wolf Sif. Ich will dich eigentlich nicht töten. Du bist ein süßes, kleines Hundi. Wow. Spin me right round, baby. Right round when you go down. Muss ich ja zweimal ausweichen oder reicht einmal? Muss ich überhaupt ausweichen? Muss ich nicht. Okay, und ich werde die ganze Zeit gefootstappt. Von mir aus. Hier kann ich stehen bleiben. Das ist doch schon mal schön. Alter, der hat geile Moves. Und vor allen Dingen ist das 1:1 mein Move. Das ist mein schneller Angriff nach vorne mit meinem krummen Säbel. Dein Säbel ist da aber... Ich muss weiter blocken. Nicht krumm. Warte, ich kann doch theoretisch Sprungangriffe machen. Ich kann vielleicht nicht ganz so weit springen wie das Hündchen. Aber ich kann es probieren. So, okay. Dann können wir hier einfach nur ranlaufen. Ist, glaube ich, eine gute Idee. Sein großes Schwert gibt ihm irgendwie große Reichweite aus. Man steht direkt in ihm drin. Wie immer, Angriff, beste Verteidigung. Und das müssen wir noch zweimal machen. Und ich wollte doch springen. Alter, schlitz mir halt das Bäuchlein auf. Wenn du denkst, dass es Spaß macht, bin ich da gern für dich da. Ich würde mal ganz kurz was trinken. Kurze Auszeit. Saufsack muss mal wieder für seinen Standard-Alkoholkonsum suchen. Sorgen. Oh, das muss auch ihm wehgetan haben. Ich habe genau auf seine arme kleine Schnauze gehauen. Ich will doch kein süßes kleines Hündchen verprügeln. Okay, alles klar. Er ist weder süß noch klein. Er ist eher so ein Wölfchen, was so ein kleines bisschen mein Tod möchte. Ich habe doch gar nichts getan. Ich bin doch voll friedfertig, sagte er und schnitzte ihn in den Bauch auf. Ja, passiert halt mal, ne? Muss man ausnahmsweise mal machen. Komm schon, Freundchen. Wir sind hier gerade voll nice dabei. Okay, das bleibt immer 2 Sekunden stehen. Da können wir angreifen. Komm schon. Ja, und das ist ein Item. Ich sehe den Kram. Den will ich jetzt nicht während des Kampfes raus. Und ich glaube, ich brauche den Ring. Für irgendwas, sie anzuringen, sollte das sein. Nochmal Grüße an das Krümelmonsterchen, was mir gesagt hat, wie der Ring heißt. Und ich habe schon wieder vergessen, wofür ich den brauche. Aber ich glaube, irgendwas war der wichtig. Höchstwahrscheinlich für Kummer. Moin ist besser. Vielleicht kann ich den Typen auch ganz easy peasy so ein bisschen zum... kann ich so ein Monstrum tatsächlich... Oh mein Gott! Easy. Zum Staggern bringen. Also, wie ist das? Kontern? Das wäre auch mal wichtig. Witzig und wichtig zu wissen. Bring mich einfach nicht um. Dann sind wir für ewig Freunde.
Buntes Artorias, Seele, Wolf, Sith. Heimkehrknochen, Menschlichkeit. Okay. So. First Try, ich glaube, ich bin wirklich ein bisschen überlevelt. Passiert. Wir haben den bekommen. Ermöglicht Abgrundschreiten. Kann ich über unsichtbare Wege drüber laufen? Dieser Ring symbolisiert den Bund des Ritter Artorias mit den Bestien des Abgrunds. Genau wie Artorias ist ein Träger in der Lage, den Abgrund zu durchschreiten. What the fuck soll mir das jetzt sagen? Rüsten wir mal aus. Es gibt so viele Abgründe hier. Und den Hornissenring. Genau, ich glaube, den brauche ich auch noch. Was machst du Schönes? Wenn ich dich irgendwann mal finde, weiß ich es auch. Da. Verstärkt kritische Angriffe. Ah, einer der Spezialringe, die den vier Rittern Quinst geschenkt wurde. Ein Ring, sie zu knechten. Wobei, vier hier. Der Hornissenring gehört dem Schwertkämpfer Siren. Der Ring verstärkt die kritischen Treffer des Trägers und lässt ihn seine Feinde ebenso effizient beseitigen wie einst der Dolch von Claren die Feinde von Fürst Quinn tötete. Okay. Kritische Schläge macht auch grundsätzlich Sinn, gerade weil wir ja Quinn tot kontern wollen. Ich halt's nicht aus. Ist es, glaube ich, grundsätzlich äußerst günstig. So. Kann ich hier jetzt irgendwo lang? Was heißt jetzt über Abgründe schreiten? Wo kann ich denn jetzt rüberlaufen? Kann ich nicht mehr runterfallen? Ich hätte gerne mehr Erklärung zu dem Ring als über Abgründe schreiten. Wie einst sein Träger. Okay, das heißt, ich müsste schauen, wo ich noch andere Artoria-Sachen habe. Oder meinen die wirklich Abgrund Richtung Tod, wo ich drüber laufen kann? Auf jeden Fall kann ich hier nirgendwo laufen. Das ist erstmal schon mal relativ klar. Vielleicht den Weg, den ich gerade fast gegangen wäre. Das wäre auch eine Option. Ich meine, wie gesagt, das Ding ist wichtig, dass... Warte mal. Wenn ich mich nicht ganz täusche, gab es einen unsichtbaren Weg auf dem Weg zu Quinn. Vielleicht muss ich den Ring haben, um darüber zu gehen. Das könnte dann durchaus noch sein. Wir spielen erstmal weiter, denn was das Grümelmonster mir so schön gesagt hat, ich könnte auch einen Heimkehrknochen benutzen, ne? Könnten auch versuchen, unseren Weg zurückzufinden. Solange die scheiß Pilze mich nicht totschlagen wollen, ist schon mal alles gut. Also was mir gesagt wurde, ich kann in Neulondo tatsächlich weiterkommen. Ich muss nur mit dem Magier reden, den wir schon gefunden haben. Und der gibt mir den Schlüssel, dann kann ich da weiter durch mit irgendeinem Ring. Wahrscheinlich diesen Ring, den ich gerade ausgerüstet habe, kann ich auch irgendwelche geheimen Wände aufmachen. Ich wollte gerade mit dir reden. Er hat mich schon gefreut, ey. Hey, Buddy! Ne, kommst du häufiger her? Was ist aber denn dunklen Gesichtsausdruck? Ich finde schon mal schön, dass der Hund nicht zu den Leuten gezählt hat, die ich nicht angreifen durfte. Ansonsten wäre es ziemlich mies gewesen. Jetzt komme ich zurück, komme ich leicht. Hin irgendwie nicht. Oh, das war schon wieder fast knapp. Wir können sie ja wieder teleportieren. Das heißt, wir können auch relativ schnell nach Neulondo gehen. Problem ist da natürlich, dass wir jetzt in Neulondo nicht ein einziges Leuchtfeuer bekommen haben. Und ich deswegen keinen Plan habe, wo es lang geht. Wir können auch mal zu Sens Festung gehen. Denn wir müssen immer noch in die untere Etage rein. Ich weiß zwar noch nicht wie, eure Kommentare kamen noch nicht schnell genug. AKA, ich habe zu früh im Voraus aufgenommen. Das wäre zumindest eine Option. Da könnte man da mal ganz kurz gucken, ob wir irgendwie ganz runterkommen. Vielleicht finden wir da noch was Sinnvolles. Es kann auch sein, wir können auch erstmal weiterspielen. Und irgendwann schreibt ihr mir dann, was ich machen muss. Notfalls mache ich es dann im Livestream, der ja gerade nun angekündigt wurde. Und dann könnt ihr mir genau dirigieren. Geh mal dahin, mach mal das und jetzt... Jetzt töte den. Das hast du aber fein gemacht. Oh. Easy gefangen. Und bis dahin können wir auch erstmal selber spielen und schauen, was ich so herausfinde. Wobei ihr mir nur schon einiges geholfen habt. Was auch teilweise sinnvoll war. Ich wäre sonst nie wieder nach Neulondo gegangen, wenn nicht irgendwas passiert wäre zwischendrin. So, Damage ist besser als Schaden. Sind wir uns hoffentlich inzwischen alle einig. Und wir könnten die Pyromantie-Hand noch weiter aufbessern. Vielleicht wird sie irgendwann noch sinnvoll. So wie immer. Hast du eigentlich neue Sachen? Du hast immer noch den Fireball, Eisenfleisch.
der Kamina, welche Flamme bändigt, um das Innerste zu verwirklichen. Verstärkt Abwehr und Widerstandskraft. Das hat der Typ benutzt im Gemälde, um sich selber stärker zu machen. Diese Pyromantie sollte mit Bedacht eingesetzt werden. Ihr Wirker wird sehr schwer und bewegungsunfähig. Zum Kontern wäre es geil. Aber ansonsten eher nicht so. Blitzschweiß! Öffnete Kunst, ne? Die beste Schülerin, ja. Welche Flamme, was machst du? Außer mich schwitzen lassen. Ah, das war genau. Verringert Feuerschaden steht drüber. Ja, dann haben wir eigentlich genügend Sachen und können einfach nur das Ding hier weiter verbessern. Und das kostet tatsächlich nur Seelen. Alles klar! Ich würde sagen, plus 10 ist drin. Ja, ich habe mehr als genug, mein lieber Junge. Also ernsthaft. Ich habe da einen kompletten Beutel voll mit Seelen. Den solltest du mal sehen. Und da können wir es bestimmt problemlos aufstocken. Ich meine, ich habe so viel gesammelt in letzter Zeit. So 4 Stück. Auf geht's. Stufe 10 incoming. Das ist nicht genügend. Also reicht für eine Stufe. Ich glaube, gerade die niedrigen können wir größtenteils schon aufgeben. Wobei, wir könnten die auch eintauschen gegen Pfeile. Das unten war gerade ein Spieler, ne? Keiner, der mich angreifen will. Sehr gut. Dann tun wir das noch mit rein. Sollte ich wirklich irgendwann unterlevelt sein, mehr als genug, um mich da noch mit hochzuheilen. Also. Das kostet immer scheiße viel mehr. 12.000. Ja, gut, das passt jetzt schon. Wird irgendwie klappen. So, auf Wiedersehen. Ich komme immer wieder. Jetzt müssen wir allerdings erstmal. Aber wir hätten das gezackte Geistermesser aufbessern sollen. Können wir noch machen, theoretisch. Ich habe noch so ein paar von den kleinen Scherben. Aber beim letzten Mal kam ich auch durch. Also hier gezackte Geisterklinge. Du skalierst gar nicht. Aber beim letzten Mal war es halt auch machbar. Also gehen wir einfach damit lang, dann passt das schon. Was hast du eigentlich zu sagen? That's strange. And I was really beginning to like it here. Maybe it's time I do something about it. Was? Wen willst du jetzt umbringen? Maybe it's time I do something about it. Warte mal, bei welchem Gestank meint er? Wer von uns stinkt hier? Und du bringst bitte niemanden um. Du sitzt seit Anfang an da und jetzt denkst du, oh, mein schönes Zuhause. Ich hätte eine Mauer bauen sollen, damit niemand, der stinkt, hier ankommt. Wir sind verdammt nochmal im Untergrund. Oder keine Ahnung, wo wir sind. Aber wir sind auf jeden Fall in einem gottverlassenen Platz. Wenn jemand stinkt, ist nicht so schlimm, willst du, mein Lieben. Aber ganz ehrlich, der wird niemals den Zwiebelritter erledigen können, oder, mein Judah? I'll be heading down below shortly. There's nothing worthwhile up above. No worries. Ich glaube, mit dem habe ich schon mal geredet. Hahaha, okay. Ich meine, wir haben den Zwiebelritter nicht töten können. Das wird schon passen. Und ich hoffe mal, dass die Feuerpriesterin hier nicht stinkt. Dann geht das auch klar. Und wir haben immer noch keine Feuerdrin-Seele. Schade. Vielleicht geht er auch einfach weg, ne? Also ich meine, man kann natürlich die Leute, die stinken, umbringen. Dann verwesen sie. Stinkt noch mehr. Oder man geht einfach woanders hin und setzt sich halt an einen anderen Ort. Just saying. Ich hab den Hebel übersehen. Wunderbar. Es ist schlauer. Bitte, Leute, versucht nicht immer wieder andere umzubringen. Das muss doch jetzt mal nicht sein. Und was eigentlich auch nicht sein müsste, ist, dass ich den kompletten scheiß Geisterweg nochmal gehen muss. Ich hasse sie alle. Das war das erste Gebiet in Dark Souls, wo ich angefangen habe rumzuweinen. Das zweite. Schandstadt war das erste. Aber trotzdem. Und jetzt muss ich da wieder rein. Das wird doch jetzt nicht schöner. Gut, ich mache wahrscheinlich ein bisschen mehr Damage als beim letzten Mal. Aber trotzdem, es wird nicht schön. Egal, zumindest haben wir keinen Zeitdruck mehr, weil wir irgendwelche komischen Pillen einwerfen müssen, um Geister treffen zu können. Was zur Hölle? Was machst du hier? Verschwinde! Brenne! Das hat erstaunlich gut funktioniert. Es hat nur keinen Schaden gemacht. Ich habe gerade die falsche Waffe ausgerüstet. Ah, guck mal, er ist da fast weg. Alter! Okay, warum machst du das? Ich hab dir nichts. Dude? Alles okay? Ich wollte das nicht! Shit happens. Suizid ist immer eine Option. Dachte der sich auch. Was war das? Kam random angelaufen und meinte, ey Junge, spring dich jetzt mal um. Ich mach dich Messer.
Und dann macht er sich Wasser. Meine Fresse, okay. Okay. Also ich kann damit leben. Er eindeutig nicht. Was zur Hölle war das denn jetzt? Ah, egal von mir aus. Kam halt so ein random Dude angerannt. Haben wir ihm mal gezeigt, wo das Geistermesser hängt. Und jetzt geht's hier wieder los. Wir machen halt nicht wirklich mehr Schaden, weil wir halt in keinster Weise höher skaliert sind. Ich würde das trotzdem mal mitnehmen. Wer weiß, wann wir es brauchen. Ich hab doch... Ah, bei denen konnte ich nicht blocken, ne? Und mein Geistermesser geht immer weiter kaputt und... Schnell Angriff anstehen. Egal, wir haben es schon mal geschafft. Ich brauche mich jetzt hier nicht zu beschweren. Wir könnten aber tatsächlich... Wobei, ich nehme mal... Sorry, Mikrofon, ich wollte dich nicht schlagen. Ich nehme mal weiter diesen einen Ring mit, den wir gerade ausgerüstet haben, weil ich gerne über Abgründe drüber gehen wollen würde. Und vielleicht renne ich nachher irgendwann aus Versehen irgendwo gegen und denke mir dann, hey, guck mal, ich kann da ja runterfallen. Oder nicht runterfallen, kann da drüber laufen. So, du staggerst mal wieder wunderschön. Ja. Mach deine Arme noch länger. Ich laufe einfach weiter weg. So, das Problem ist jetzt, wir haben das euch beim letzten Mal ziemlich gut mit meinem Feuerspein gemacht. Ich glaube, mit Pyromantieren kann ich ihn nicht treffen und ich glaube, Feuer an sich trifft die auch nicht. Es sei denn, ich habe dieses komische Item zu mir genommen und das habe ich halt nicht. Ja, machen wir einfach, ne? Probieren wir nochmal. Kann mir finden noch jemand? Weil vorbeirennen ging bei denen ja auch nicht. Das hatte ich auch schon mehrmals ausprobiert. Die sind zu viele. Die stehen im Weg, da wurde ich dann einfach umgebracht, passiert halt. Und ich würde vor allen Dingen auch nicht unbedingt hier jetzt schnell durchgehen wollen, weil ich darf nichts übersehen. Ich war ja immerhin schon einmal, aber greif an, nicht du, ich, meine Fresse. Dass man das immer noch spezifizieren muss, immer die Leute, die Personalpronomen wollen. Ah, meine Fresse. Also, und tschüss. Yep, genau wegen dir. Ich würde gerne so einen Geist backsteppen. Wenn das irgendwann mal möglich wäre. So, das war wichtig. Wir sind jetzt einer mal weg. Wie gesagt, ich war ja schon mal. Ich habe definitiv irgendwas übersehen. Oder konnte es noch nicht. Oh mein Gott, noch einer. Oh mein Gott. Sterbt einfach alle. Wenn sie weggehackselt wurden, sind sie weggehackselt. Ich hasse Gangbang-Räume. Also, außer in der Realität. Und es sei denn, ich bin die Frau. Aber, also, andersrum. Ihr versteht, was ich meine. So, das ist immer noch aus. Bewegung, Vorrichtung bewegt sich schnell. Es hätte einen Shortcut nachher, wenn wir ganz unten angelangt sind. Man muss ja wenigstens mal kurz schauen. Dann muss ich jetzt hier runter, ne? Dann da unten kam nochmal eine Falle. Da unten kam nochmal so ein Typi angeschwobt. Und da hinten war die komische Frau, die rumgeschrien hat. Die meinte, ey, spring nicht um. Ey, ich bin böse. Und sonst nichts getan hat. Hinterfragen wir es nicht weiter. So, du möchtest gerne aus der Wand rauskommen. Denn in der Mauer, in der Lauer sitzt ein kleines Geistchen. Ob da irgendwo auch noch ein Geheimgang ist? Ich meine, Geister können sowieso da durch. Oh! Okay. Das war hinter mir einer, oder? Ah, das war nur seine Hand. Also ja, die können sowieso da durch, aber ich meine, ich möchte da halt auch hin. Und das am besten ohne zu sterben. Nee, es ist einfach nur Weg. Gut, von mir aus. Dann lieber nochmal überall dagegen schlagen. Am besten gleich mal die Zombies herholen. Ich habe mal wieder Walking Dead gesehen. So funktioniert das halt. Erstmal laut Lautstärke machen, damit dann Leute angerannt kommen und du dann in Ruhe umbringen kannst. Das funktioniert in der Theorie immer super, in der Praxis gar nicht. So, guck mal, da macht so große Lautstärke. Ich bin noch der Meinung, dass sie mich irgendwie One-Hit töten kann. Die hat immer noch irgendwas Böses an sich. Vielleicht ist das das rote, leuchtende Auge. Und ich weiß nur nicht, wieso. Weil angegriffen hat sie mich, glaube ich, noch nie. Oder ich habe es vergessen oder verdrängt. Ha, so. Jetzt waren hier unten Gegner. Das weiß ich auch. Na, das war die andere Seite. Die Leiter war kaputt. Da war einer. Den habe ich mit Pfeilen sonst immer getötet. Ja, ich glaube, wir können einfach durch, ne? Ah, das war bisher immer mein Plan. Den können wir auch nochmal wunderbar durchziehen. So. Frage ist, kommen die jetzt alle an? Dann müsste ich was gegen sie tun. Ansonsten könnten die da ankommen, weil da waren ja auch nochmal drei, die wir ansonsten mit Fernangriffen getötet haben. Okay, warte. Weiß ich noch, wo ich lang muss, ist die große Frage. Wenn ich das weiß, habe ich gerade nochmal einen guten Moment, um einfach durchzurennen. Ich muss da hinten. Oh, nein, 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 no, 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 nein. I say no, 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 no. Ja, mach noch weitere Schläge.
Don't you come back? No. Ja, wie wir alle nur so ein bisschen uns rantasten. Ich meine, es ist aber auch ein beschissenes kleines Gebiet hier. Ich weiß, ich krieg kaum Schaden, aber trotzdem alles scheiße gerade mit dem Runterfallen. Okay, das war gut. Das war. Also, es war nicht gut, aber es war schön geregelt. So, die kommen wahrscheinlich an, wenn ich hier stehen bleibe. Habe ich noch eins von diesen Items mit, ich kann alles treffen, was nicht nied- und nagelfest ist? Würde ich jetzt ganz gerne mal benutzen. Schauen wir mal schnell durch. Ich habe vergessen, Wanderfluch war es, ne? Dann wandern wir mal unseren Fluch entlang. Schön, dann können wir nämlich so ein bisschen Pyromantierend benutzen, um die da unten zu töten. Kamt ihr jetzt auch an oder waren es nur die hier? Ich würde gerne nach unten zielen. Ja, dann halt nicht. Der ist schon mal abgebrannt. Alter, diese Reichweite von denen. Ja, okay, es funktioniert nicht. Ich sehe es ein. Ich wollte nicht den Wanderfluch. Nicht den Wanderfluch. Da, es ist verkommen. So. Das war not worth it. Vor allem, weil wir immer noch im Nachhinein zu dieser, zum nächsten Leuchtfeuer irgendwie kommen müssen. Und wir werden das nicht schaffen. Nicht first try, nicht schon wieder. Wir müssen noch ein bisschen näher ranholen. Ich will hier nur nicht runterfallen. Ich weiß nicht, wie weit die kommen. Okay, ich kann blocken. Es ist nur verdammt schwierig, weil die halt wirklich das Schild treffen müssen. Oder kann ich jetzt dann Quanterfluch? Ich kann dann Achtung, Abgrund. Der Fluch blocken. Das macht voll Sinn, weil ich meine, jetzt kann ich sie treffen. Das heißt, sie mich effektiv damit auch. Ja, kommt doch näher. Nein, geht nicht! Ich habe auch den falschen Feuerball ausgerüstet. Wenn ich jetzt einfach selber abhaue, meine ganz ehrlich, gehe ich jetzt mal kurz hier lang. Ich meine, ich kenne den Weg. Kenne ich? Ja. Just raw. Oh, mein, nein. Oh, danke. So nett von dir. Also wirklich ein wahres Seelchen, dass du mich da abgefangen hast. Hier geht's nicht lang. Oh, mein Gott. Falscher Weg. Ich glaube, ich hätte oben durch den Gangbang-Raum gemusst und da dann links, 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 rechts oder so. Ah, sind das jetzt 7000 Seelen? Sind mir die wert genug, denselben Weg nochmal zu rennen? Jetzt muss ich hier wieder oben starten. Warst wirklich du das? Also, der sah mir schon so aus wie der hier, aber... Also der hatte halt dieselbe Rüstung an, deswegen wollte ich schon sagen, okay, gut, es war der, aber... Der hat mich wirklich einfach angeguckt und gegriffen. Ich war der Gestank? Ach komm, das finde ich jetzt äußerst beleidigend. Und ich wollte ihn oben noch selber angreifen. Es wird hier äußerst stinken. Ah, wahrscheinlich, weil du einfach Menschen hast. Und seitdem ich da bin, immer und immer mehr Menschen da auftauchen. Da würde ich mich natürlich auch hassen. Meine Maske ist immer noch creepy. Ich schaue mir ungern selber in die Augen. Das ergibt dann natürlich absolut Sinn. Wenn er dann natürlich nicht sinnvoll den Weg runtergehen kann, kann ich da ja nichts für. Er hätte nur nicht sich selber umbringen müssen. Er hatte gute Chancen, mich zu töten. Aber gut, er war schon auch schon komplett in Flammen. Passiert. Oh, jetzt kann ich wieder nicht blocken, weil ich den Wanderfluch nicht habe. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ich irgendeinen Wanderfluch kriege, ist verdammt gering. Aber einfach durchrennen kann ich auch nicht. Weil das halt so viele Geister sind meistens. Ich hasse dieses Gebiet. Man muss hier so mit seinen eigenen Ressourcen aufpassen. Wobei ich könnte, sobald ich beim Gangbang-Raum bin, versuchen durchzurennen. Aber beim zweiten. Ja, ich brauche den Wanderfluch, um blocken zu können. Das erklärt, warum ich bei meinem normalen Durchläufen hier wesentlich weniger Schaden bekommen habe meistens. Einfach nur, weil ich halt den sinnvollen Wanderfluch hatte. Das ist doch schon mal schön. Ja, mach halt. Ich würde sagen, dann, habe ich eine bessere Idee? Habe ich eine verdammt gute Idee? Meine Fresse, mein Kopf kann nachdenken. Dafür ist er doch angewachsen. Da, bam, erhöht Chancen auf E-Times. Dann brauchen wir gar keine Sorgen, um Wanderflüge zu machen. Wir werden jetzt einfach hinterhergeworfen. So sieht es nämlich aus. Ich meine, das, denke ich, ergibt mehr Sinn. Ich habe auch schon überlegt, einen silbernen Schlangenring mit reinzunehmen. Aber jetzt mal ganz ehrlich. 20 Seelen oder 200 Seelen und dann mal 1,2 ist jetzt... nicht unbedingt sinnvoll. Da kann man das Ganze auch besser benutzen. Jetzt können wir den da oben auch wegschießen. Das bringt mir absolut 0, gar nichts. Guck mal, den Move hat es hit vorhin auch. Und ich kann blocken. Meine Theorie bestätigt sich hier nochmal. Was gut ist, weil bei so vielen Ausweichen ist halt echt nicht einfach. Bis tatsächlich schwer.
So, Gangbang-Raum Nummer 1. Ich bin immer noch äußerst beschämt. Oder ich finde es äußerst scheiße, dass wir die Abkürzung noch nicht haben. Die würde schon mal einiges hilfreicher sein. Aber naja, gut. Nein! Stop it, my friend! So musst du das jetzt... Komm schon, dankeschön, ja nicht machen. Kurz Ausdauer regenerieren. Schnell Ausdauer regenerieren, wir haben ja alles dafür drin. Ich könnte auch einfach den vor mir mit einem Pfeil totschießen und dann durchsporten. Wobei, da hatte ich unten wieder den Gangbang. Ich glaube, allgemein... Stop it, meine Freunde, stop it. Müsst ihr mich ja jetzt nicht wieder in die Mangel nehmen. Also einmal war ja schon schlimm genug, aber nochmal... Nein, nein, mein Freund. Okay, Wanderfluch, dankeschön, Theorie funktioniert. Theorie und Praxis sind ineinander übergegangen, das ist doch toll, hört man gerne als Physiker. Hier gerade durchsprinten kann man machen, ist aber auch doof. Ich glaube, den links muss ich nicht mitnehmen, die anderen kann ich. Einfach nur, weil wir dann wieder durch die Wand weggefegt werden und ich dann wieder nicht weiß, ah, wieso denn das? Muss das denn sein? Also die Frage ist, lassen wir die am Leben oder ich denke nicht. Keine Ahnung, was sie kann, aber ich will es halt auch definitiv nicht herausfinden. Lass mir sie mal fröhlich schreien. Kommt ja sogar fröhlich rangelaufen. Ich glaube, die konnte auch wild angreifen. Ich glaube, die hatte da zwei Messer vor sich. Irgendwas konnte sie. Ich weiß halt nur noch nicht was. Nicht mehr was trifft es besser. So. Dann hier war Durchsprinten angesagt. Ich weiß nicht, was ich da unten tun soll. Also so viele, wie da vorhin ankamen. Ich weiß nicht, ob ich einfach in den Gangbang-Raum reinlaufen kann. Hier kann ich vorbeilaufen. Das ist schon mal schön. Ich kann die da triggern, so, wuhu. Schatzis, ich bin nur für euch hier. Wisst ihr, warum man Schatzi sagt? Weil man nicht weiß, ob man Schaf oder Ziege den Typen nennen soll. Oder die Frau oder die Geister. Okay, genau, da kamen sie nämlich. Fröhlich wie eh und je. Jetzt mit Block ein bisschen leichter und ein bisschen schadensloser. Komm, die nehmen wir noch. Dankeschön. Einmal heftig nehmen ist immer toll. Ah, hallo Geist hinter mir. Gut. Jetzt die Frage. Die da unten oder nicht? Ich meine, wenn ich einmal in den Gangbang-Raum bin, will ich die auf jeden Fall nicht haben. Ich hätte auf jeden Fall noch irgendwas Sinnvolles mitnehmen sollen. Das funktioniert. Wunderschön. Das funktioniert aber auch nur zweimal. Und auch nur, wenn ich aufpasse. So. Hier, das sollten wir treffen können. So, kurzzeitig, genau. Dann kommst du auch noch mit dran. Können wir uns auch ein bisschen Feuer sparen. Haben wir den ersten. Also nein! Mein Hass für dieses Gebiet ist so ganz dezent ansteigend. Okay. Ja, ganz ehrlich, wenn wir gerade hier sind, wir machen das sinnvoller. Und zwar können wir hier unsere Zauberei einstimmen und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 haben wir mal den Feuerball eingestimmt. Schön, auch wieder, dass keiner bemerkt, dass der einfach so weg ist. So ein Typ, der von Anfang an da sitzt, der so geht. Denn wieso auch nicht? Ich hätte gern gewusst, was der noch alles so macht. Bisher war er halt nett und freundlich, aber es heißt schon, sie kommen weiter. Allein die Tatsache, dass der jetzt hier mal freundlicherweise angelaufen gekommen ist, heißt ja schon, dass wir Fortschritte gemacht haben. Vielleicht, keine Ahnung, ob es gute oder schlechte sind, aber schon mal Fortschritte. Und, das heißt, storytechnisch sind wir jetzt auch endlich richtig da. Es würde ja noch darauf hinweisen, so, Buddy, schau dir das Gebiet nochmal an, vielleicht kannst du da ja jetzt noch so ein bisschen was machen. Ich komme da nicht rüber. Keine Ahnung, wie der Master des Jump'n'Run-Maps da drüben es geschafft hat, aber ich nicht. Und ich hasse dieses Gebiet immer noch. Und ich überlege die ganze Zeit, wie wir da sinnvoll rüberkommen können. Aber mir fällt halt auch einfach nichts ein. Ich meine, ich kann nicht durch den Gangbang-Raum durchlaufen. Ich kann es probieren, ich habe gerade eh nur 2000 Seelen. Den ersten muss ich mitnehmen, das ist relativ klar. Wenn ich da durchrenne, das habe ich schon mal probiert, wenn ich richtig hart gegangbangt, dann meinte auch schon Cerex, jupp. Durchrennen ist eine Option, aber überall nur nicht da. Hi. Deswegen mal schauen, ob... Ach, ich kann ja überhaupt nicht blocken, muss ein bisschen ausweichen. Mal sehen, ob das beim zweiten Raum dann besser geht. Heißt, die müssen sowieso alle machen, auch wenn sie nervig sind. Und dann guck mal weiter hinten nach. Einfach nur nicht stoppen. Ich meine, ich habe genügend Ausdauer. Ich habe extra so
3 Level Ausdauer gesetzt. Wenn das nicht reicht, weiß ich auch nicht. Ich finde es auch immer geil, wie die so theatralisch nach oben kommen. Ich habe gerade mein Mikrofon berührt. Ich glaube, ihr habt jetzt auch auf Störgeräusche. Es tut mir leid. Passiert. So, die werden die ganze Zeit so, ich bin cool. Ja, ich kann gar nicht blocken. Ich bin sexy. Look at my body. My body's amazing. Aha, aha, work out. Mir fehlt noch mehr, keine Sorge. So, dann würde ich sagen, wanderflüchen wir mal ganz kurz. Da kommen sie auch direkt angewandert, unsere Wanderhuren. Ist das nicht schön, euch bei uns zu haben? Und wollen wir sogar direkt umarmen und einspannen? Das war ja zu erwarten. Und klar, so kurz alle Trigger, die hier so stehen. Denn deine Mutter war schwarz. Das macht keinen Sinn. Dein Vater war schwarz. Und weil sie jetzt weiß sind, ist das eine Beleidigung. Das klingt nach White Supremacy. Aber ich meinte eigentlich, der Vater ist fremdgegangen. Die Mutter ist fremdgegangen, aber... Hey, effektiv habe ich sie als Hurensohn bezeichnet. Das war die eigentliche Beleidigung. Weil ihr Vater schwarz war. Das kommt alles falsch rüber, okay? So war das alles nicht gemeint. Kannst natürlich auch alles bewusst falsch interpretieren. So, ich kann auch so ein bisschen reinstabity steppen. Immer eine Option. Gerade auf engen Gängen, wie mir gerade nochmal eingefallen ist, auch eine gute Option. Und ich verliere trotzdem Unmengen an Leben, weil Wand. Bitte? Wenn ich noch 10-mal drücke, klappt's vielleicht? Ah, hi. Du bist ja beinahe passend zur Party gekommen. Ah, hier kann man so das Gebiet unten noch sehen, wo ich dann mal rumgelaufen bin und ich wusste, wo es lang ging, weil... die Leiter ist auch nur ein Geist. Und tut nur so, als wäre sie da. Okay. Oh mein Gott. All planned. Musste so. War eine Abkürzung. Gut, wenn ich es richtig gemacht hätte, wäre es eine Abkürzung gewesen. So, dich nehmen wir auch noch mit. Inzwischen weiß ich auch, wo alle Monster stehen. Geister? Wo alle Geister stehen, trifft besser. Wir lassen die da hinten mal leben, weil warum sollten wir sie umbringen? Wobei, ich laufe jetzt direkt neben der lang, ne? Egal. Meine Seelen hole ich mir. Und dann probieren wir mal durchzurennen. Ich meine, die ersten zwei machen wir noch. Die ersten zwei kommen ja immer relativ freundlich raus. Ist trotzdem ein scheiße enger Gang. Yo, aber hey. Machen wir trotzdem. Nein, wir haben die Wanderflucht noch. Blocken ist drin. Hallo, wo kommt er? Wollt ihr diesmal den Weg laufen? Wollt ihr wieder durch die Steinmauer durch? Kommt ihr von hinten? Ah, von hinten soll es sein. Ich glaube, mein Wanderflug ist weg. Oder ich konnte tatsächlich gerade nicht blocken. Je nachdem. So, die ist... Oh mein Gott. Nein! Das ist jetzt belastend. Egal, dann können wir die zumindest mal ganz kurz noch wegnehmen. Abblocken ist scheiße. Egal, haben wir. Kriegen wir Nummer 2 auch nochmal ganz kurz mit rein. Hier kann ich nicht ganz so leicht runterfallen. Das ist ein großer Vorteil, sagte er auf einem fußbreiten Vorsprung. Ja gut, dann müssen wir die Abkürzung nehmen. Also, es ist ein Umweg. Aber trotzdem müssen wir nehmen. Fuck, wo ging's lang? Hello, Ghosts. Wir... Oh mein Gott. Die spielen Ping-Pong mit mir. Das ist doch schön. Ich wollte schon immer meine Ping-Pong-Kugel sein. Nur halt keine, die ins Loch fällt. Ich kann doch auch im echten Leben nicht einlochen. Warum sollte es hier anders sein? Oh, fuck, noch ein Treffer. Ich fall runter. Nein. Hi. Komm schon, bitte. Nein, ich kann doch einfach den aufgeladenen Schlag machen. Das ist ja gerade noch wesentlich besser. Komm. Triff. Dankeschön. Ich werde nicht sagen, dass ich euch immer mehr hasse, aber es ist die Wahrheit. Oh, das ist meine. Could you fucking not? Ich soll den Ring von Artorias annehmen, dann kann ich über den Abgrund rüberlaufen. Fall ich da nicht überall runter? Okay, jetzt erklärt, warum das Gebiet beim letzten Mal schon so abfuck war. Wenn es wirklich eins der letzten Gebiete war und ich jetzt einfach so random mal nebenbei gemacht habe, weil effektiv kann man es ja immer reinschieben. Das erklärt, warum es einmal so abfuck war. Das ist dann darf es abfuck sein. Dann nehme ich alles zurück. Wenn es so ein random nur auf 50 Gebiet gewesen wäre, wäre es ziemlich mies. Aber wenn es jetzt wirklich der Weg zu für mich den letzten Vorboss vor dem großen Endboss ist, dann darf es abfuck sein. Dann darf ich mich da auch ein bisschen aufregen. Von mir aus kann man ja mal machen.
Ich schaff's immer noch nicht. Schade. Mehr schief gehen wird's dann schon nicht. Ich glaube, ich hätte den Typen nicht ins Wasser fallen lassen dürfen. Ich glaube, er hat irgendein Item gedroppt, was ich noch für irgendwas gebraucht hätte. Aber gut. Ich brauche einen sinnvolleren Plan. Das habe ich beim letzten Mal schon gedacht. Da war Wanderfluch eigentlich eine sinnvolle Option. Ich glaube, ich habe da dann immer noch den Drachenkopf mit benutzt. Das würde ich hier dann auch nochmal mitmachen wollen, gerade um die Typen, die unten rumfliegen, zu treffen. Der war durch seinen vielen Schaden gar nicht so doof. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da jetzt so gut bin wie früher. Es kann sein, dass ich ein bisschen schlechter geworden bin. Einfach nur, weil ich durchaus... kurz ausweichen. Ein paar weniger Drachensteine jetzt abgegeben habe. Und deswegen gegebenenfalls aber auch nur weniger Schaden mache. Ich weiß jetzt nicht, ob das mit den Drachensteinen resettet wird, jedes Mal, wenn man einen neuen Eid hat. Ich habe gerade auch noch einen komplett anderen Eid. Ich kann das aber trotzdem machen. Sehr schön. Dann wird das die Drachensteine auch kumulativ sein. Dann passt das schon. Ich hole einfach meine Seelen nicht wieder. Da unten ist einfach so doof. Niemand will da stehen. Niemand hat vor, da zu chillen. Es reicht halt nicht komplett. Okay. Aber fast. Wenn ich zweimal treffe, ist es auch gut. Und das ist halt nur zu langsam, aber ich kann ja laufen. Das ist jetzt gereicht? Das hat sogar gereicht. Schön. Wanderflüchen. Und ich wandere noch häufiger in meinen eigenen Tod. Ist das nicht ein toller Fluch? Okay, wir werden trotzdem noch ein bisschen weiter mit Nahkampfangriff angreifen. Ich meine, ich kriege halt jetzt ein bisschen mehr Schaden als beim letzten Mal, aber... ist ja eh nur so ein kleines bisschen Footsteps effektiv. Ah, ist immer wieder toll, wie er sogar den normalen Weg lang läuft. So ein süßer kleiner Junge. Okay, komm ran, Junge. Das klappt dann auch. Könnte auch wieder die ganze Zeit den Bowser machen und Feuer speien. Das sollte hier sogar klappen. War hier noch einer. Der kommt jetzt. Genau. Ich könnte mal sogar direkt so nehmen. Achtung, gegangbangt. Jetzt mal, dass wir einmal dabei sind. Und nein, nein. So, das wollte ich. Brennt, Motherfuckers. Und ich gehe da mal wieder. Der hat sich gar nicht dafür interessiert. Wieso auch immer. Alle anderen hat angegriffen. Shit, 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 shit. Ey, mein Kopf brennt doch vor Feuer. So, nämlich. Ja, hau ab. Geh ruhig. Deswegen kommen die ab und zu an. Die sind hier auf dem Weg nach oben und kommen dann hingeflogen. Das heißt, wenn man hier dran vorbeirennt, kommen die logischerweise an einem anderen Ort. Dann macht die ganze Position noch mehr Sinn. Kommt der jetzt nochmal angeflogen oder muss ich ihn nachher nochmal 1 gegen 1 bekämpfen? Geist! Weißbrot! Bist du irgendwo? Sieht nicht so aus. Okay, gut. Dann laufen wir weiter. Okay, zurück zu meinem Plan, irgendwo durchzurennen. Gibt's die Option jetzt? Also ich glaube, ich bin mit dem Drachenkopf schon mal wesentlich persönlich fröhlicher, weil ich halt auch Sachen anvisieren kann und dann da angreifen kann. Selbes gilt, da wir gerade dabei sind, für meine Pyromantiehand. Die ist durchaus hilfreich in den richtigen Momenten, so wie zum Beispiel da links unten. Da ganz unten ist nichts hilfreich, außer so ein klein bisschen Glück haben. Und dann halt nicht runterfallen. Aber gut. So, hier muss auch irgendwo einen sinnvollen Platz zum Kämpfen geben. Den gibt es immer. Es ist jetzt vielleicht nicht gerade hier. Auch wenn ich sehr, sehr gerne hier stehe. Wenn ich nur einen anziehen würde, wäre auch schon wieder gut. Ich weiß, ich könnte runtergehen, da unten einen anziehen. Ah, hi. Aber es sind zwei. Okay. So, dann halt langsam, nicht zu viel wollen. Ich habe Zeit, ich habe genügend Wanderflüche. Solange ich nicht sterbe und immer mal wieder einen töte, habe ich auch immer mehr. So, wäre geil, wenn sie mir jetzt einen gegeben hätten, aber muss mir ja nicht jeder hier einen mitgeben. So, jetzt nur wieder aufpassen. Das kam nicht von da unten. Wollte ich nur mal so ganz kurz gesagt haben. Und jetzt hauen sie wieder... Okay, ich hasse sie. Wir könnten aber so wirklich einfach durchrennen. Das ist eine Option, die wir nicht vernachlässigen sollten. So, das macht gar nicht so wenig Damage. Jawohl, ja. Burn, Motherfucker, burn.
So, das Item kriege ich jetzt wahrscheinlich nicht. Komm, mach einfach nochmal. So, zack. Scheiß auf meine restlichen Feuerbälle. Okay, nehmen wir. Das andere fliegt dann halt darum. Brauche ich jetzt nicht. So, nächste Idee. Nächster Gangbang-Raum. Hallo? Hola, chicas? Chicas? Hm, so wie im echten Leben. Ich rufe meine geilen Chicas an und niemand kommt. Oh mein Gott, sie kommen nur verspätet. Sie haben sich nicht getraut. Sie waren schüchtern. Weil wir einfach von oben kommen. Übrigens, geiler Move, Dude. Aber es gibt ja leider keine Steel Points. Und selbst wenn wir dauerhaft sterben, gewinnen wir die auch nicht. Jetzt hätten wir, glaube ich, ein einmaliger Gegner, wie es aussieht. Das heißt, der wird jetzt keine Donnerstrahlen schießen. Ah, nein, hier ist nichts einmalig. Alles viel, viel häufiger. So, hier kommen auch wieder überall Leute raus, glaube ich. Hier, genau so war's. Mrs. Ich schrei mal kurz. Macht, was ihre Namen sagt. Da musste ich hoch. Nicht gut, nicht gut. Erstmal ein bisschen auf Abstand gehen. Eine Armlänge, bitte Platz zwischen uns. Ja, und eure Armlänge ist etwas länger, danke, ich weiß. So, da bin ich easy gemäut. Den haben wir. Den haben wir auch. Wenn ich mich nicht ganz täusche. Ah, oh, Wanderfluch. Easy. Müssen wir hier hoch, ne? Auf diesen scheiß Totenköpfen zu laufen, ist auch keine Freude. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Okay. Hallo. Habt ihr schon mal Bekanntschaft mit meinem besten Freund Fireball gemacht? Oh, nein? Gut, dann müsst ihr auch nicht. Den guten Freunden gibt man lieber ein Messer in die Brust. Zitat Brutus. So, danke. Noch jemand, der mich hardcore ficken will? Nein? Gut. Ah, hatte gerade schon wieder auf der Zunge einen Sweet Home Alabama Joke. Aber der musste jetzt mal kurz nicht sein. Dann sollten wir hier relativ sicher sein und endlich mit dir guten Jungen reden können. Ich bin wieder da! Hi. Genau, wir brauchen nämlich das Herrschergefäß dafür. Das ist aber toll, ist auch unbedingt ganz schwer. Ja, genau. Unbedingt ganz schwer, danke. Siegelschlüssel! Und wo ist das Siegel? Okay. Dafür brauchen wir den Ring. Dankeschön. Das ist doch mal eine Erklärung, die ich haben wollte. Okay, habe ich. Wo geht's jetzt nach unten? Ja, dann, wo muss ich lang? Gib mir mal eine GPS-Karte oder so. Fluch brechen lassen. Ah, klar, das war, wenn man verflucht war, Gegenstand kaufen, sind wahrscheinlich Siegelsteine, Fluchabwehr oder auch eine Option, Raiden. Genau, das hast du mir schon mal erzählt. Gut. In die tiefste Kammer müssen wir. Ja, danke schön. Irgendwo ist hier, glaube ich, auch noch ein geheimer Gang, wurde mir gesagt, mit irgendwo einem, Leuchtfeuer. Das wäre jetzt langsam mal wirklich sehr, sehr schön, muss man dazu sagen. Leuchtfeuer? Leuchtfeuer? Geheimer Gang! Weil jetzt hier drüben macht keinen Sinn. Egal, ich meine, wir sterben einfach nicht und dann ist auch gut. Vielleicht gibt es irgendwo ein paar Hinweise mit. Achtung vor dir, Sicherheit oder so. Werden wir vielleicht noch finden. Meine geheime Gänge waren in der Regel hier immer ziemlich gut zu sehen. Beim letzten Mal hatte ich hier so hart Schiss, daran kann ich mich noch erinnern. Zu Recht. Man kann die sogar durch die Wand durchsehen. Also meine Kleinen, ihr müsst unbedingt an eurer Deckung arbeiten. Ihr seid Geister, könnt euch so hart verstecken, man muss euch doch gar nicht sehen können. Die geben vor allen Dingen immer noch nur 200 Seelen. Weil ist ja nur eins der letzten Gebiete, durch das man gehen muss. Hier auch nochmal einer? Hm, hier nicht. Das finde ich... Da war einer. Ich habe die Schläge genau gehört.
erstmal Schild oben lassen. Da drüben. Au. Okay, das tat ein bisschen weh. Den haben wir. Erstmal immer wieder voll heilen. Wir wollen hier nichts riskieren. Okay, hier ist eine Treppe runter. Ah, jetzt bin ich einmal im Kreis gelaufen. Okay, runter ist ja schon mal gut. Wir wollten ja in die tiefsten Tiefen. Warte. Pass auf, Ring. Okay. Pass auf, Gegner, wo er? Das war dein Kommando. Du sollst jetzt angreifen. Okay, dann war hier keiner. Und von hinten. Ich bin überhaupt nicht paranoid. Nein. Aber warte, letztes Mal habe ich gelernt, dass man denen ihre Geräusche hören kann, ne? Die konnten, die haben regelmäßig ihre Schwerter gekratzt. Und daran wusste man, wo die sind. Oh mein Gott. Genauso. Schwerter wetzen. Aufpassen. Ist da gerade hinten noch einer gespawnt? Oder war es derselbe hier? Es war derselbe. So, das ist schon mal relativ weit unten. Das ist, glaube ich, schon mal ganz gut. Warum habe ich eigentlich gerade keine Ausdauer? Ah, ich habe keine Ausdauerregeneration, weil ich den Kopf abgelegt habe. Das ist belastend. So. Hier geht's aber nicht noch weiter runter. Geheimer Gang? Gängchen? Bin schon wieder in derselben Sache wie beim letzten Mal. Das heißt, ich muss jetzt irgendwo ein Siegel brechen und die Schleusen. Die Schleusentore öffnen. Muss ich jetzt ins Drachental, da diese Schleuse öffnen, dann geht hier das Wasser runter und dann können wir tiefer laufen. Das würde verdammt viel Sinn machen. Wobei, vielleicht nicht unbedingt Drachentor. Vielleicht kann ich auch hier irgendwie zur Schleuse gehen. Die Option dürfte auch bestehen. Müssen wir einfach mal schauen. So, wir können hier auch noch oben lang. Da oben war aber, glaube ich, nur ein Item. Und das sieht aus wie ein Gang. Da kam ich beim letzten Mal nicht weiter. Geheimer Gang? Schade. Gucken wir mal hier lang. Also, der Hebel bewegt sich immer noch nicht. Die Tür? Siegelschlüssel! Meine Fresse, das hat aber auch lang gedauert. Genau, drehen wir das gute Ding mal. Öffnen wir die Schleusen. Wassermarsch! Genau, dann gibt es nämlich beim Drachentor genauso denselben Schlüssel, den man irgendwo aufmachen kann. Das ist tatsächlich ziemlich cool. Keine Ahnung, was es mit dem Siegel zu tun haben soll, aber hey, was soll's. Hauptsache, wir haben mal die Stöpsel gezogen. Und jetzt hätte ich wirklich gern Leuchtfeuer. Ich will hier nicht nochmal lang müssen. Ach, du Scheiße, ist das tief. Gut, ich sehe da ausnahmsweise mal keine Abkürzung. Funktionierst du jetzt? Jetzt klappen die auch. Heißt, wir haben da oben vielleicht doch eine Abkürzung hinten bei den guten, lieben, kleinen Geistern. Hier könnten überall noch Gegner sein. Passet auf, Jungs. Hier waren Gegner. Nein, hier waren keine Gegner. Wir konnten hier runterschauen. Da haben wir das Wasser gesehen gehabt, glaube ich. Und da war das Drachental. Genau. Und da war das Ding, was ich noch drehen muss. Damit das Tor zum Drachental aufgeht. Oder das Tor vom Drachental. Sagen wir es so. Hier ein geheimer Gang? Ich glaube, ich habe hier schon mal alles nach geheimen Gängen abgesucht, aber irgendwie muss man ja darüber kommen. Vielleicht später, vielleicht kommen wir von unten da hoch, das kann natürlich auch sein. Müssen wir mal schauen, wenn wir soweit sind. Vorher würde ich hier nochmal ganz kurz reingucken wollen. Nach geheimer Gang? Das war... Wir haben das Wasser ins Drachental abgelassen und jetzt können wir da durch. Oh mein Gott, das macht jetzt alles Sinn. Habe ich schon hinterfragt. Wie gesagt, bisher war Dark Souls immer das Spiel mit einem verdammt guten Aufbau des kompletten Levels. Und dann hat das halt so mit, man kann ja lang, aber irgendwie ist ein großes, fettes Tor, wo nichts ist, irgendwie absolut keinen Sinn gemacht. Willst du mal... Scheiße, sorry, ich habe schon wieder das Mikrofon geschlagen. Es tut mir leid. Mikrofon Abuse incoming. Wir müssen übrigens mal ganz kurz... Ich weiß nicht, ob Geister kommen oder nicht. Heißt, wir nehmen erstmal unsere normale Waffe hier, was das Silberritterschwert ist, weil da sind Drachen. Pass auf, Ritter. Ah, und Ritter. Ich halt's nicht aus. Oh, Ritter soll der auch nicht. Das tut mir aber leid für ihn. Okay, das heißt, die Drachen können wir machen. Hallo, Ritter.
Oh, der sieht aber elegant. Er ist ein Skelettkopf. Solltest du nicht mit dem Tod vom guten Nito umgefallen sein? Oh mein Gott. Ja, fick dich. Okay, das ist ein Schild, wie es aussieht. Oder ist sie charging his Laser? Ich weiß es nicht, aber ich weiß, dass du tot bist. Okay. Das war einfach. Und ich sollte einfach nicht in die Richtung da gehen. Das könnte funktionieren tatsächlich. Ich weiß nicht, warum wir das machen wollen sollten, aber... das heißt... komm schon, ich weiß, du willst es. Jawohl, easy. Was habe ich jetzt davon? Erstmal gucken, ob es was Neues gibt. Also ganz, ganz viele tote Leichen. Das sind Ertrunkene. Die sind auch bei, was steht hier? Viel Erfolg! Oh, nö. Das sind auf jeden Fall irgendwie irgendwas Böses, was Ungünstiges. Aber, Ertrunkene sind auch bei Minecraft böse. Ist das ein Leuchtfeuer? Nee. Gegner? Freunde? Feinde? Achtung vor dir Hinterhalt! Okay. Hier komme ich nicht durch. Also meinst du tatsächlich hier? Ah. Da ist der Hinterhalt. Ritter Soler, ich danke tausendfach. Hi. Alter, tut der Tritt weh. Okay. Nehme ich an. Heißt, ich musste echt hier hochlaufen? Das war der Plan. Okay, was passiert jetzt, wenn ich angreife? Ich mache weniger Schaden. Okay. Das ist konstant und ich block. Also er staggert nicht, das ist ein bisschen mies. Egal, haben wir den kurz getötet und große Seele, stolzer Ritter. Armer Soler, der da rumlag. Aber jetzt wäre ein bisschen underwhelming. Es wird doch nicht der Boss sein, ne? Der Boss sind ja... Ist das ein optionaler Boss? Es ist der richtige Weg. Gut. Gibt's hier hinten noch irgendwo ein Leuchtfeuer? Ich meine, ich bin jetzt einmal hier hochgebackt. War das echt gewollt? Ich meine, ich wäre sonst hier nicht aus der Richtung gekommen. Heißt, ich hätte nicht Achtung Hinterhalt gesehen. Das heißt, der Weg ist richtig. Geht's da hinten nicht noch irgendwo lang? Da geht's bestimmt irgendwo lang. Wir gehen erstmal den Weg. Ich hoffe einfach nicht zu sterben. Wir haben noch 3 Essos-Lakons. Ist besser als gar nichts. Wer weiß, was jetzt noch so Schönes kommt. Vielleicht ist es ja toll. Vielleicht ist es ja ein Leuchtfeuer. Vielleicht ist es auch mein sicherer Tod. Wer weiß das schon? Ja, es sind tausende von diesen Rittern. Und ich höre einen Drachen. Oder irgendwas, was so ähnlich klingt. Was klingt so ähnlich wie ein Drache? 2 Drachen! Oder ein Skelettdrache. Also einen hatten wir auch schon mal. Oh mein Gott! Dich habe ich gehört. Du bist ein Totenbeschwörer. Oh mein Gott, du bist ein Totenbeschwörer. Das ist nicht gut. Oh! Nehme ich zumindest an. Das heißt, ich muss den töten, bevor ich antöte. Jetzt muss ich den ganzen Weg laufen. Das kann nicht richtig sein. Also ohne Scheiß, das kann wieder nicht richtig sein. Sowohl der Weg über den Feuerbandschrein, als auch den Weg da lang, das kann nicht, das ist viel zu viel. Das eine hat mich schon zu Tode getiltet. Da kann ich auch nicht einfach, kann ich einfach durchrennen? Also die ersten auf jeden Fall nicht, die Wege sind relativ klar, dass da geht's nicht lang. Ich könnte versuchen, bei den Drachen vorbeizurennen, aber die sind halt auch wieder fucking drachig. Verdammt viel, verdammt schwer. Ich habe wahrscheinlich wieder irgendwo ein Leuchtfeuer übersehen. Das ist immer die nervigsten Momente in ganz Dark Souls. Ich meine, allein schon der Weg hier runter dauert halt viel zu lange. Ah, das hat immer noch nicht funktioniert. Es tat sogar mehr weh, als einfach nur runterlaufen. Ich meine ja nur, also... Da muss, wie das ist, genauso wie bei den, bei Nito jetzt. Hier muss ein Leuchtfeuer sein, was ich übersehen habe. Ich weiß, wurde gesagt, irgendwo mit geheimem Gang Leuchtfeuer. Wobei, war das bei Sif vielleicht sogar? Warum müssen die Leuchtfeuer auch hinter unsichtbaren Wänden platzieren? Darf ich mal ganz kurz sagen, dass das tatsächlich einfach nur unfair ist? Ich meine, da musst du wirklich gegen... Ich habe sogar gegen jede Wand geschlagen und habe es trotzdem nicht gefunden.
Gut, nicht zu, davon abzuwenden, dass ich gerne die 10 Essenslockungs mitnehme und das durchaus ein schöner Vorteil ist. Ja, okay. Aber als andere ist gerade beschissen. Gut, ich musste aber runter, ne? Das heißt, wenn ich einfach nur ganz, ganz, ganz schnell renne, komme ich da vielleicht sogar tatsächlich... Okay. Das war erstaunlich günstig. Und wieder fucking lucky. Dann komme ich da vielleicht sogar durch. Ein Geisterschild wäre übrigens auch nochmal relativ cool gewesen. Egal, wir haben ja hier 10 Wanderflüche. Und unten brauchen wir auch keinen Wanderflug mehr. Das heißt, es ist tatsächlich ein neues Gebiet. Allein die Tatsache sagt mir, dass da irgendwo ein Leuchtfeuer ist. Vielleicht ja hier. Meine, wir haben gerade drüber geredet, dass es hier eine Abkürzung gibt. Lass ich die mal kurz nehmen, nachdem wir so ein paar von den lieben, netten kleinen Geistern des Kommunismus erledigt haben. Die können wir mitnehmen. Ist nämlich kein Ich töte dich, sondern wir töten dich. Und da sind sie verdammt gut drin. So, jetzt gehen wir hier nicht rein. Sondern guck mal, wo das hinführt. Bitte zu einem Leuchtfeuer. Ich werde dich knutschen und abküssen, so viel wie es geht. Okay, wir haben nochmal einen Hebel. Hier schon wieder irgendwie sowas. Ich bin auf der anderen Seite. Na, das ist jetzt aber äußerst günstig. Das hat aber auch mehr Leben, als es haben sollte. Dankeschön. So. Einmaliger Gegner, glaube ich. Sehen wir gerne tot. Oh mein Gott. Ja, gib mir halt. Okay, das heißt, wir kommen auch von hier lang. Das ist ebenfalls eine Option. Könntest du mich bitte nicht mit Todesschlägen angreifen? Mein Schlag ist zu langsam. Ah, ich kann Kontern probieren. Wobei, wenn die nicht staggern beim Schlagen, sind sie vielleicht auch beim Kontern wieder unanfällig. Das kann sein. Männlichkeit, Dankeschön. Grauer Bro, was? Okay, von mir aus. Kurz auf mich aufmerksam machen, weil ich muss. Hab genügend Zelda gespielt. Ich weiß, solche Dinge muss man kaputt machen. Ich habe den genau gesehen. Danke der Nachfrage. Okay, probieren wir Kontern. Alles klar, meine Damen und Herren. Kontern ist der Weg zum Sieg. Und graue Brocken können wir gleich mal nebenbei noch mitfarmen. Mein Level habe ich jetzt. Jetzt kommen die Items. Mein grauen Brocken brauche ich zwar nicht, aber vielleicht kommen noch Gegner, die was Sinnvolles bringen, so wie Wanderflüche. Nur so eine Idee. Das ist doch schon mal wesentlich bequemer. Ist auch wesentlich kürzer, meine Damen und Herren. Was auch, das wollte ich doch gar nicht. Das war zu früh. Das war Aua. Das war mein Tod. Können wir gleich mal schauen, ob der einmalig war. Die Entfernung gefällt mir. Direkt wieder drin. Da brauche ich auch kein Leuchtfeuer. Da habe ich meine 10 Essenslackons, die ich theoretisch auch nehmen könnte, wenn ich nicht doof wäre. Kann da von hinten die Leute aufräumen und bin absolut zufrieden. Dankeschön. Ich wusste doch, irgendwo war was. Wir sollten nur die Dinger häufiger nach oben schicken, damit wir nicht immer warten müssen. Dann können wir sogar auch durchrennen. Also jetzt gerade nicht, weil wir den Gangbang noch ausweichen müssen und während das Ding hochrollt, halt alle mich angreifen werden wollen. Wir müssen sowieso ein bisschen warten. Der wird den Weg versperren. Der Weg ist versperrt. Die Toten haben ihn gebaut und die Toten halten ihn. Wobei, damals waren sie noch lebend, aber pssst. Das sind so Kleinigkeiten, wir haben schon wieder nach 10. Heißt, ich habe eine Stunde 30 aufgenommen. Das geht in Ordnung. Immerhin habe ich was geschafft. Ich bin stolz auf mich. Das wäre mehr oder minder ein schönes Ende vom Path, wenn man so will. Und wenn ich jetzt zurückgehen würde, würde ich eher denken, ich würde sterben und hätte meine Seelen verloren. Das wäre auch mal ein schöner Troll. Aber nein, machen wir jetzt nicht. Wie gesagt, ein neues Leuchtfeuer wäre schön. So ein Leuchtfeuer pro Session wäre tatsächlich wunderbar, damit man sagen kann, ich habe was geschafft. Wobei, ich habe was geschafft. Ich habe halt das Wasser runtergelassen. Gibt es jetzt hier vorne noch einen neuen Shortcut? Ich meine, der war auch überall Wasser. Das müssen wir auch mal mitschauen. Schauen wir da mal lang. Ich meine, ich habe jetzt eine sinnvolle Abkürzung, bin sowieso fast bei meinen Seelen. Bin absolut zufrieden mit mir. Je häufiger ich sage, desto weniger wird es glaubwürdig. Danke, weiß ich selber. Elegant. Aber nicht geplant. So war schöner. Damit auch noch ordentlich Schaden. Alles klar. Sprungangriffe, der Weg zum Sieg. So ist jetzt einfach nur, es ist ein Abgrund. Abgrundtief böse. Wobei, wir können ja über Abgründe jetzt drüber laufen. Dann, ja okay, jetzt ergibt noch Sinn. Wenn ich mich richtig an das Let's Play mit Steam erinnere, waren diese vier Könige auch komplett über einem Abgrund. Heißt, sie sind alle geflogen.
Und ich habe mich tatsächlich schon ein bisschen gefragt, warum die alle geflogen sind. Jetzt weiß ich's, weil ich ebenfalls fliege, weil ich den Abgrund übergehen kann. Den Abgrund zum Jenseits dann wahrscheinlich direkt. Kann man mal als normalsterblicher machen. Wir haben genügend Geister dafür getötet. Sehe ich ein. Okay, das heißt, wir holen wir den einen raus und die anderen greifen mich dann auch gar nicht an. Wobei, es sollten jetzt drei sein, die meinen, ich wäre ein leckerer Mittagssnack. Oder sie sind Poltergeister, es ist halt ihre natürliche Bestimmung, mich umzubringen. Keine Ahnung, was da in sie fährt, außer mein gezacktes Geistermesser. Das macht das dann schon ziemlich gerne. Genau, können wir es hochholen, können wir es nachher auch wieder direkt hochschicken. Das ist schön, das gefällt mir. Das ist wirklich so ein Gefühl der Erleichterung. So, jawohl, wir haben diesen kompletten Bullshit nicht für umsonst gemacht. Wir brauchen nicht mal Wanderflüche mit meinem momentanen Setup. Ja, Wanderflüche. Lachtet mich. Das ist ein random holländisches, glaube ich. Die Flüche. Ich glaube schon. Erstmal wegdrehen. So, Kottern habe ich gesagt, ne? Au. Jawoll. Wenn der erste Schlag ist so langsam, kann man auch ruhig ein bisschen warten. Hast du ein Item für mich? Ach, blöder Geizkragen. Wie sieht's mit dir aus? Scheiße, ich hab nicht er hat nicht anvisiert, weil er dachte, ich habe nicht gesehen. Kann er nur. Ist eigentlich auch eine Taktik, die ganze Zeit mit Anvisieren hier durchzurennen, um dann halt die Gegner sofort im Visier zu haben. Wobei, da kann man auch ziemlich gut, wenn man irgendjemand, der weit entfernt ist, eine Klippe hinweg ziemlich gut einfach runterrennen. Die Option besteht. Versteht ihr, was ich meine? Ich hoffe schon. Es ist langsam ziemlich spät für mich. Hallo. Ah, nicht direkt nochmal. Der ist irgendwie ein bisschen mehr Aggro auf mich als alle anderen. Scheiße, sorry. Egal, machen wir es so. Okay, haben wir. So, geheime Wand. Leuchtfeuer. Sei nett zu Daddy. Ich weiß, du willst es. Zumindest alle Gegner im Umkreis wissen jetzt, dass ich da bin. Da ist ein Item. Hab ich schon wieder eine Leiter übersehen? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, da kommen wir später lang. Wobei, ich kann vielleicht auch aus der Mitte rausspringen. Wenn ich jetzt an hier rangehe, könnten wieder ein paar Geister runterkommen. Machen wir jetzt mal lieber nicht. Uns waren einmalige Gegner. Sehr schön und gut zu wissen. Haben wir schön von hinten überrannt. Achtung, Hinterhalt. Können wir auch nochmal hinschreiben. Aber ich habe gerade leider keine freien Punkte mehr, um irgendwie was hinzustellen. Und bitte gebt mir nicht noch mehr Geister. Von mir aus Ertrunkene, aber wobei, von mir aus nicht. Bitte keine Ertrunkenen, ich hasse Wasserkämpfe. Oh mein Gott, hallo. Warum konnte ich eigentlich nicht? Au, deswegen! Deswegen konnte ich nicht! Ah! You died! Immer wenn ich denke, oh, die sind so einfach, kannst du wegkommen, dann überschätze ich mich komplett und verhau einfach alles. Ja, aber ganz ehrlich, ich glaube, wir machen jetzt erstmal Pause. Ich will jetzt nicht nochmal den ganzen Weg laufen, ich will den Spaß auch am Spiel nicht verlieren. Was knapp ist in die Neulondo, aber ich meine, die Typen gehen. Ich meine, ich muss nur das Kontern wieder reinkriegen, mich zu heilen. Immerhin habe ich 10 Ärzte des Verkommens und dann passt das. Gut, haben wir lange genug gespielt, immerhin das Wasser rausgelassen. Wassermarsch! Ich glaube, so heißt auch mein Partner. Das passt ziemlich gut. Bisschen schade, dass die Drachen im Drachental nicht weggespült wurden. Das wäre sehr witzig gewesen. Und mit diesen weisen Worten, ich muss auch den Weg nachher nochmal rumlaufen. Also nach links abbiegen, runterlaufen, gucken, was es da gibt. Weil ich mir jetzt nur die Abkürzung hochgerannt. Schauen wir mal. Also im nächsten Part, bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, sagt mir bitte Bescheid. Es war heute ein bisschen wenigerer Part, aber die wichtigsten Sachen haben wir getan. Und damit adios, amigos, und auf Wiederhören.